aus der Hand. میرانینوان رهمرولیت که شهید نامرن شهید نامرن seit dem 20. Januar 2018 greift die türkische Armee den Kanton Afrin in Nordsyrien an. Laut türkischen Regierungsvertretern sollen in Afrin Terroristen bekämpft werden. Tatsächlich bekämpft wird in Afrin das Gesellschaftsmodell, das hinter der Demokratischen Föderation Nordsyrien steht. Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. Und tatsächlich bekämpft wird in Afrin auch die YPG und YPJ. Die Kräfte, die in den letzten Jahren den erfolgreichsten und entschlossensten Kampf gegen den islamischen Staat geführt haben. Der Krieg in Afrin wird zudem hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Vielen davon sind bereits aus anderen Teilen Syriens nach Afrin geflohen. Wir protestieren hier heute auch gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Afrin. Dort kämpft die türkische Armee auch mit deutschen Waffen. Leopard 2 Panzer der Firma Rheinmetall, G3 Gewehre von Heckler & Koch und Unimog LKWs von Mercedes stammen allesamt aus deutschen Waffenschmieden. Die deutsche Bundesregierung ist also direkt mitverantwortlich für die türkischen Kriegsverbrechen in Afrin. Insbesondere angesichts des Einsatzes von Napalm, Streubomben und Giftgas durch die türkische Armee in den vergangenen Wochen. Zudem kämpfen Islamisten des Al-Qaida-Ablegers Al-Nusra und ehemalige IS-Mitglieder an der Seite türkischer Soldaten in Afrin. Mit unserem Protest möchten wir ein Zeichen gegen eine erneute Eskalation des Krieges in Syrien setzen. Wir fordern Frieden in Afrin, Flugverbotszone für Afrin, Solidarität aller Demokratinnen und Demokraten in Deutschland.